sind ja sehr oft bei deutschen Filmen, die vielleicht auch so ein bisschen zweigleisig produziert werden, dass man sagt, naja, jetzt gucken wir mal, machen wir es fürs Fernsehen. Und wenn er gut im Kino kommt, dann haut man den einfach rein und da ist bereits schon in der Konzeption, stimmt es nicht, dass man, da lässt sich keiner richtig auf ein Kino-Experiment erleben, weil jeder Kinofilm, es ist immer wieder neu, jeder Film ist eine Überraschung, es kann der kleinste Kinofilm ein gigantischer Erfolg werden, es kann ein gigantischer Kinofilm völlig wegfloppen. Also Das sind nochmal andere Kriterien und da gehört mindestens dazu, dass man im Vorfeld sich schon mal klar ist, ich mache jetzt einen Kinofilm und das hat Bernd eben, hat sich den Stoff ausgesucht, das ist eben kein Krimi wie Tatort oder sowas, ja, wo du eben schön auch mal rausgehen kannst, holst dein Abendessen, Bierchen oder so und bist immer dabei. Das geht bei dem gar nicht, das ist von der Konzeption überhaupt gar nicht so und das finde ich auch toll. Ich glaube, mir ist gerade eine Ader im Gehirn geplatzt. Der Schaden wird nicht so groß sein, solange andere Teile noch durchblutet waren. Komm jetzt. Oh, Scheiße. Die Tatsache, dass es ein Genrefilm ist und so konsequent durchgezogen, finde ich schon mal so wie so eine jetzt, finde ich, bricht so auch so, könnte man sagen, mal so der Mut für so eine neue Phase des Films ein. Dass man sagt, man konzentriert sich jetzt auf ein Thema in einem Film, also in dem Falle ein Krimi mit vielen Rätseln, wo man überlegt, also klassischen Stil, und das ist dann ein Genrefilm. Okay, ihr wollt mein Auto, hä? Hier! Hä? Hä? Ich bin der Oldtimer, hä? Hier! Hä? Hä? Schöne Grüße nach Nachwelt, ihr Wichser! Wir haben aufgefrühstückt, ne, oder? Ich glaube, jetzt können wir abräumen. Kein Hunger mehr, ne? Können wir dann zahlen? Du zahlst, oder? Schauen wir mal. Ach komm, lad uns mal ein. Nicht ein Musikwunsch irgendwie? Doch, ich würde mal sagen, das ist heute zum ersten Mal. Richtig, ja, der wird auch. Okay, dann wünsche ich mir... Smashing Pumpkins. Ja, was sonst? Kein Filmfestival, ohne auch Kurzfilme im Programm zu haben. Kurzfilme sind wichtig, ja? Kurzfilme sind einfach für den Nachwuchs wichtig. Die Leute können sich profilieren, können zeigen, was sie können, ohne halt gleich so viel Geld zu verschleudern. Hier die Filme, allesamt, muss ich sagen, gut, schnell, innovativ, ideenreich, kreativ, kann nicht meckern. Und ein bisschen wurde das Ganze auch von uns unterstützt. Fenster mit Aussicht. Vera, dein Film. Hallo Simon. Hallo Vera. Zweiter Platz. Mein Film, zweiter Platz, Publikumspreis, ein wunderbarer Preis, der schönste Preis, den man kriegen kann, weil man weiß, man hat eine Schwarze getroffen. Bei den Kurzfilmen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Und der wird ja auch ausgestrahlt auf einem super Sender. Auf einem super Wahnsinnssender für ein ganz großes Publikum. Ja, das kann ich wohl sagen, du. Ganz kurz, worum geht's? Zimmer mit Aussicht? Fenster mit Aussicht. Ich war schon wieder in den 80ern. Fenster mit Aussicht. Ach, es geht um das leidige alte Thema der Liebe. Zwei Singles, die sich kennenlernen durch eine ungewöhnliche Situation. Und sie kriegen sich. Happy End. Wunderbar. Jan Krüger ist hier. Jan Krüger hat einen Film mitgebracht. Freunde. Hi Jan. Ah, hallo. Und das Komische ist, der Film läuft nicht im Rahmen des Kurzfilmfestivals, obwohl es ein Kurzfilm ist. Ist ein Kurzfilm, ja, ist glaube ich ein bisschen länger als die meisten anderen Kurzfilme und ist ja jetzt auch schon ein bisschen länger draußen und auch woanders schon gelaufen. Ich nehme an, dass sie ihn deswegen jetzt in der Reihe Neue Talente laufen lassen. Auch. Was machst du eigentlich in den Ferien? Keine Ahnung. Fährst du nicht weg? Ich glaube nicht. Es ist keine ganz klassische Geschichte, es ist eigentlich eher so eine Reihe von Situationen. Es geht um zwei 16-jährige Jungs, die ihren Sommer miteinander verbringen, die zusammen rumhängen und die dann so eine Freundschafts-Liebesbeziehung beginnen. Hey, komm schon, mach's aus, okay? Weil eine Frau mitspielt. Das große Ding dieses Jahr war der Silberne Löwe von Venedig für den besten Kurzfilm. War der Hammer. Wir waren überhaupt erstmal riesen happy, dass wir eingeladen wurden. Das erste Mal, dass ein Film aus Köln dort gelaufen ist.
ist von der Kunsthochschule, wo ich studiert habe. Und dann haben wir auch noch den Preis mit nach Hause gebracht, war der Hammer. Ruckzuck ist der Finger ab. Und? Ah ja, so ist es halt, ne? Aber das. Immer woanders mit dem Kopf, ne? Lieber das ab. Das nervt also mal. Matthias, hallo, was machst du denn hier? Ich bin der Kameramann von einem Film, der zu kurz war für das Langfilmprogramm und zu lang für das Kurzfilmprogramm. Und der heißt Die Wurstverkäuferin. Ganz genau. Worum geht's darin? Ja, es geht um einen Dokumentarfilm über eine Wurstverkäuferin. Die Wurstverkäuferin verliebt sich halt einen Azubi und das haben wir halt dokumentiert. So, sonst noch was? Dann nehme ich noch. Von dieser Leberwurst. Die Leberwurst? Von der Groben. Von der Groben? Ja. Ja, es hat dokumentarisch alles gedreht und wir haben halt versucht, eben wirklich so das, was man sonst viel im Fernsehen sieht, so dieses Draufhalten mit der Kamera oder die Kamera nicht ausschalten, obwohl derjenige vielleicht sagt, na, du mach doch mal die Kamera aus. Das haben wir halt alles dann drin gelassen und eben auch ganz bewusst, um das so zu thematisieren. Was hältst du hier von Lünen als Forum? Ja, es ist ein tolles Festival. Also es ist halt sehr klein und intim und das ist ja schön, weil man halt auch viele bekannte Leute hier trifft. Und man hat wirklich so das Gefühl, hier trifft sich so das Who is Who des deutschen Films und das ist toll, also weil das halt auch so dicht ist. Ja. Ein paar gute Bekanntschaften gemacht hier? Noch nicht so viele, weil ich bin jetzt noch nicht so lange da, aber schauen wir mal, was noch passiert. Ja. Mhm.